Hallo liebe Meerwasserfreunde, willkommen zurück auf meinem Kanal Heger Reefer. Ich bin Martin und freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Viele von meinen aktiven Zuschauern sind wahrscheinlich enttäuscht gewesen, weil ich die letzten 2-3 Monate wirklich kaum Content gebracht habe. Aber ich hatte einen ganz anderen Fokus mir gesetzt und ich wollte mich gerne auf eine Sache wirklich gut konzentrieren. Deshalb habe ich auch jetzt die letzten Tage erst angefangen, wieder Kommentare von euch zu alten Videos etc. zu beantworten. Seid mir bitte nicht böse, aber ich habe mich auf eine Sache konzentriert und zwar habe ich ein Buch geschrieben. Das hatte ich schon länger vor und dadurch bei mir beruflich drunter und drüber ging, eher zu viel als zu wenig zu tun war. Neben der Familie etc. wollte ich mich wirklich auf eine Sache konzentrieren am Abend, am Wochenende und das ist dieses Buch zu schreiben. Ich werde euch da jetzt nicht lange langweilen damit, aber nur, dass ihr versteht, das ist ein Fachbuch, das hat überhaupt nichts mit diesem Kanal, diesem Thema zu tun. Ich wollte euch nur zeigen, das ist jetzt endlich seit dieser Woche auch im Handel überall, online wie auch offline, die nächsten Tage wahrscheinlich erst komplett überall erhältlich. Das ist ein Buch über Supply Chain, Logistik, Produktion, Einkauf, die ganze Steuerung und Planung, diese Lieferketten. Das ist mein Fachgebiet, auch ein Thema, was ich sehr gerne mag. Und da wollte ich schon länger mal was schreiben, die Zusammenhänge erklären. Und deshalb war ich ja diesem Kanal leider ein bisschen abstinent geblieben. Ich freue mich natürlich, dass auch meine ganzen Abonnenten hoffentlich jetzt wieder einschalten zu dem Kanal. Ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht, was für Videos ich die nächsten Tage bringen möchte. Vielleicht ein kurzer Ausblick. Bevor wir eigentlich ins eigentliche Video des Tages einsteigen. Dieses Becken hier, dieses 500 Liter Steinkorallenbecken, wird 4 Jahre jetzt im Dezember. Da werde ich nächstes Wochenende ein Video zu bringen. Ich drehe das heute gleich schon mit ab, weil jetzt gerade die Kinder im zweiten Advent bei meinen Schwiegereltern sind. Dann habe ich kurz Ruhe hier im Haus. Erkläre ich ein paar Sachen dazu. Es sind auch ein, zwei Sachen schiefgegangen, weil ich mich nur noch auf ein Buchprojekt konzentriert habe. Nichts Gravierendes, aber ich werde es in dem Video erklären. Also das kommt nächstes Wochenende. Dann werde ich ein Video machen, da kriege ich sehr viele Fragen zu. Das hatte ich sowieso schon länger auf meinem Zettel. Welche Fische würde ich in dieses Becken einsetzen und warum? Das werde ich auch in einem weiteren Video erklären. Das kommt vielleicht auch noch im Dezember oder Anfang Januar. Und jetzt, nach diesem bisschen längeren Intro, dass ihr einfach so ein bisschen Hintergrund habt, was war mit mir los etc., gehen wir rüber ans kleine Becken. Denn ich habe sehr viele Fragen gesehen, jetzt, nachdem ich jetzt nach 2 Monaten mal wieder in meinen Kanal auf der YouTube-Creator-Seite geguckt habe. Zum, ja, ich getraue mich nicht richtig, ein Aquarium zu starten, etc., etc. Und ich habe ja dieses Easy Reef, dieses einfache Meerwasserbecken, laufen jetzt schon seit vielen Monaten und das läuft wirklich easy peasy. Und das möchte ich vielleicht nochmal ganz kurz erklären. Ich hoffe auch für alle, die schon mal gesehen haben, bleibt bitte dran. Schaut euch die Entwicklung an, was sich so getan hat. Es gibt auch ein, zwei Neuerungen. Und dann tauchen wir doch jetzt sofort in den Content. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte gebt doch einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefällt und ihr Interesse an weiteren Videos habt. Und abonniert den Kanal, falls noch nicht geschehen. So, das ist mein 200 Liter Weichkorallen-Makroalgen-Aquarium. Das steht jetzt auch schon seit Anfang des Jahres in dieser Form. Das läuft schon eigentlich, oder war in einem anderen Aquarium untergebracht, im anderen Format, auch schon letztes Jahr. Und das hatte ich eben hier in die Nische integriert, in unserem Flur. Das Aquarium steht ganz gut da. Es gibt 2 Erneuerungen, vielleicht ganz kurz am Anfang. Das ist einmal hier der Lippfisch. Wunderschöne Halicoeris-Art. Ich glaube, Rotstreifen-Lippfisch heißt er übersetzt. Und diese Muschel. Und zwar war das ein Geschenk im November zu meinem 38. Geburtstag von meiner Frau. Davon wusste ich nichts. Stand auf einmal ein Overnight Express da. Waren diese Tiere drin. Der Lippfisch hat natürlich im 200 Liter Becken auf Dauer nichts verloren. Der kam aber total lädiert an. War schon auf dem Rücken geschwommen und hätte ich ihn ins große Becken, hätte der Halicoeris timorensis, der Timor-Lippfisch, ihn hundertprozentig gekillt. Und so habe ich ihn erstmal zum Regenerieren hier rein. Jetzt ist natürlich die Frage, kriege ich ihn irgendwann mit einer Fischfalle wieder rausgefangen? Das werden wir noch sehen. Aber ich werde ihn jetzt noch 1, 2, vielleicht 3 Monate hier lassen und später natürlich ins große Becken umsetzen. Das letzte Video, was ihr gesehen hattet, war das Video mit dem Vipirionenbefall. Und ich habe in dem Fall wieder nämlich 2 von diesen kleinen Azur-Demosellen reingesetzt, weil die finde ich einfach wunderschön. Aber mehr als 2 finde ich ein bisschen kritisch, weil die Grundfläche ist nicht so groß. Die Literzahl kommt vor allem auch durch die Höhe des Beckens zustande. Und es gibt dann doch immer wieder recht viel Rauferei. Hier sieht man ihn gerade, der gelbe Mirakelbarsch, Nachzuchttier von Corallaxy ist auch noch drin. Dem geht es ganz gut, der ist immer nur ein bisschen scheu. Vielleicht kommt er ja nachher nochmal nach vorne.
die Clownfische, dem Clownfischpärchen, das Neue, was ich mit dem Corellixy einsetzen oder wieder gebildet habe, nachdem ja einer verstorben war mit diesem Unfall, mit diesen Vibrionen, ist jetzt endlich wieder ein Pärchen und unten ist auch schon wieder ein Gelege. Man sieht es jetzt nicht, es sind halt viele Partikel hier. Ne? In diesem Becken ist wirklich kein Filter aus dem Oberflächenabsauger drin. Und die Strömungspumpe. Genau, aber Sortier- und Korallenbesatz ist alles gut. Hier die Kaktuskoralle, eigentlich wollte ich hier keine Steinkorallen, aber die wurde zu groß und ich habe drüben im Becken, seht ihr nächstes Wochenende das Video, echt keinen Platz mehr. Deshalb habe ich sie jetzt hier rein verfrachtet. Das passt auch sehr, sehr gut zu so einem Anfängerbecken. Und genau, jetzt gehen wir nochmal ganz schnell durch die Technik. Also ich habe hier alles, oder generell, ich habe alles selber gemacht. Die Abdeckung, da verlinke ich euch das alte Video, wie ich das alles aufgebaut habe. Den Schrank habe ich alles selber gemacht. Hier seht ihr die Lampe, habe ich immer noch die ATI-Lampe. Auch dazu gibt es ein separates Video. Ich habe die Cameo X1 Dossieranlage. Ein Futterautomat ab und zu im Betrieb, jetzt gerade nicht. Als Oberflächenabsauger habe ich jetzt wieder diesen alten Eheim Skim reingemacht, weil der einfach viel besser ist und sich mit der Oberfläche, also mit dem Wasserstand besser anpasst als den Tunse Comline-Filter, den ich vorher hatte. Das habe ich in dem Fall wieder ausgetauscht. Habe aber den Eheim Skim hier hinten, ich gehe nochmal rüber, habe den aber auf mit Sekundenkleber auf diese Magneten von Tunse geklebt, sodass ich den viel besser anbringen kann, weil die Saugfüße heben oder halten auf Dauer nicht. Da guckt hier den Seeigeln, geht es auch gut, die zwei Nachzuchttiere von Corellixy. Wundert euch nicht an den Luftblasen hier, die kommen wirklich dran, eben, die kommen zum Teil vom Oberflächenabzug und ihr seht hier einen Ausströmen, Lindenholz-Ausströmstein, der ist immer nachts an, dass ich kein Sauerstoffthema mit den Algen und so weiter kriege im Becken, weil ja auch kein Abschäumer dran ist und er bläst dann natürlich auch die ganzen Luftblasen rein, die werden oben über den Oberflächenabsauger wieder eingesaugt und dann überall im Becken verteilt. Das ist jetzt noch von der Nacht so die Restblasen, deshalb ist jetzt hier die Gorgonie leider noch nicht richtig auf. Soweit steht alles gut da. Wie gesagt, an diesem Becken mache ich sehr wenig. Das Einzige, was mir hier aufgefallen ist, als ich jetzt seit Monaten mal wieder Wasserwerte gemessen habe, ist, dass der KH abgestürzt war auf 5,8. Den habe ich wieder angehoben nach und nach und habe jetzt auch eben die Dosierung über die Camur-Anlage. Wir können nochmal unten reingucken, das ist nicht schön aufgeräumt. Das ist ja kein richtiges Technikbecken, eher ein Technikabteil. Hier hinten ist die Camur X1. Und das Einzige, was ich dazu gebe zu diesem Becken, ist täglich, ich glaube, 6 Milliliter. Ja, 6 Milliliter, glaube ich, auf 200 Liter von Tropic Marine All for Reef. Das stimmt nicht. Ich gebe da sogar noch mehr zu. Ich habe hier hinten, hinter der Abdeckung, zwei kleine Fläschchen. Ich zeige es euch kurz. Wupp. Guckt nicht auf die Marken, die sind irrelevant. Zwei kleine Fläschchen mit diesen Pipetten. Dort gebe ich Nutritions zu, weil ich habe hier in diesem Becken, muss ich dauernd abernten, auch hier diese riesen Rotalge, habe ich erst einen ganzen großen Teil entfernt. Das ist auch schon wieder zu viel, deshalb ist hier so dunkel und der Xenia gefällt es nicht. Die ist jetzt auch abgefallen über Nacht wieder ein Teil, weil sie einfach zu groß wird. Und die Lilane muss ich regelmäßig abernten, zieht zu viele Nährstoffe raus. Deshalb muss ich hier Phosphat und Nitrat täglich zugeben. Keine Ahnung, wie viel Milliliter. Ich mache immer eine Pipette voll Nitrat und ein paar Tropfen Phosphat und es passt soweit. Ich denke, ich könnte fast noch mehr geben. Deshalb gehen hier einige der Korallen gerade nicht ganz so schön auf. Weil hier die Cyanularia mollis hat normalerweise ein viel krasseres Polypenbild. Vielleicht sind schon wieder viel zu niedrige Nährstoffe im Becken. Oder hier die Gorgonie. Ich glaube, zum einen ist sie ein bisschen schattig, gerade unter der Riesenalge. Aber auch da ist meist ein Anzeichen, dass irgendwie was mit den Nährstoffen nicht stimmt, eben viel zu wenig in der Regel drin sind. Aber sonst bin ich mit dem Becken wirklich sehr, sehr zufrieden. Zumindest für die Einfachkeit. Nachfüllwasser auffüllen und sonst mache ich eigentlich nichts, ne, in diesem Aquarium und mal Algen abernten, abends beim Zähneputzen die Nährstoffe reinträufeln. Und wenn es mal vergisst, ist auch kein Problem in so einem Becken, weil eben die Korallen, auch wenn sie da nicht ganz perfekt dastehen, die verzeihen hier auch mal ein bisschen Nachlässigkeit oder eben auch Anfängerfehler, wenn man das jetzt als Anfängerbecken auch bezeichnen möchte. Was halt hier schön ist, Kinder gucken hier immer sehr gerne rein. Mein Sohn, weil sich hier einfach viel mehr bewegt, eine krassere Artenvielfalt ist. Zum Teil sieht man auch Zooplankton herumschwirren. Zwischen den Algen, Korallen an sich wachsen gut, gerade hier die Scheiben vermehren sich, verteilen sich im Becken. Und klar, Xenien sind ein bisschen das Problem, die entferne ich ab und zu, die wachsen jetzt hier hinten auch an der Rückwand fest.
Das ist natürlich weniger optimal, aber eben in diesem Becken stört mich das nicht, weil das soll sehr, sehr wild gehalten werden. Hinten das Affenhaar, wächst jetzt endlich die Rückwand schön hoch. Ja, die lila Alge muss ich sehr oft, habe ich vorhin schon gesagt, abernten, weil es sonst alles in die Quere kommt. Die Rotalge, die ist sehr angenehm, weil die macht sich nirgends fest, die kann man einfach absammeln. Aber die Lilane ist natürlich absolut nicht, sage ich ja schon, habe ich schon sehr oft in anderen Videos gesagt, riffbeckentauglich. Da mein gelber Fidschi-Pilz, der wächst halt mega langsam. Ich habe noch nie so einen langsam wachsenden Pilz, so einen Pilzlederkoralle gesehen. Das ist sehr schade, weil der ist echt mega. Der wäre echt cool, auch mal Ableger irgendwann davon zu machen. Meine einzige Strömungspumpe, die noch hier im Becken ist, die andere kleine, die ich hier unten in der Ecke hatte, die hat leider den Geist aufgegeben. Wahrscheinlich habe ich die zu wenig geputzt oder so. Da bin ich am Gucken, ob ich vielleicht noch mal eine reinmache. Aber es scheint jetzt auch seit Wochen nur mit der einen Pumpe zu gehen. Ist auch eine Chebao-Pumpe, also wirklich hier alles so ein bisschen Low-Tech-Nachfüllanlage. Ist noch eine ganz alte von Tunsil, die ich da habe. Ich zeige es nochmal kurz, aus dem Kanister. Sorry, ein bisschen dunkel hier unten. Die das hochpumpt. Und eben, ihr seht auch, das ist natürlich nicht so optimal. Ich mit Algen bewachsen, mir gefällt es aber noch so. Verschwindet die Strömungspumpe, mache ich ab und zu ab und es kommt genug Power raus, weil die Algen eben ja auch ein Gebilde sind, wo das Wasser komplett durchfließen kann. Sicherlich ist die Leistung eingeschränkt, aber mir gefällt es. Und wie gesagt, solange genug Strömung rauskommt, passt das. Ja, ich glaube, sonst gibt es eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Stellt mir doch Fragen unten in den Kommentaren, wenn ihr noch was zu diesem Becken wissen wollt. Das war jetzt mal so ein kleiner Schnelldurchlauf, wie sich das Becken macht. Jetzt zum Abschluss für alle diejenigen, die noch kein Meerwasser-Aquarium haben und irgendwann auch mal ein Aquarium wie dieses, das steht jetzt 4 Jahre, haben möchten, habe ich 3 Tipps, die ich an die Hand geben möchte. Erster Tipp, seid geduldig. Biologie braucht Zeit, sich zu entwickeln und ihr müsst auch viel Wissen aufbauen, Erfahrungsschatz aufbauen, um entsprechend mit einem Fingerspitzengefühl einzugreifen, zu korrigieren, falls es überhaupt zur Korrektur eine Notwendigkeit gibt. Zweiter Punkt. Redet miteinander. Redet mit anderen Aquarianern. Tauscht euch auf Facebook, Instagram, YouTube-Gruppen oder Kanälen aus. Was mir aber ganz wichtig ist, weil die Community ist auch ein bisschen wie die politische Mitte, lebt von der Mitte der Gesellschaft oder von der Mitte der Community. Also respektiert andere Meinungen, andere Ansätze. Und vielleicht kann euch ja der ein oder andere auch überzeugen, dass ihr vielleicht mal nicht richtig liegt oder natürlich auch umgekehrt. Dritter Punkt und letzter Punkt, habt vor allem ganz viel Spaß dabei und lasst euch nicht unterkriegen, wenn mal Sachen schief laufen. Auch in der Natur gehen Dinge schief und werden über die Zeit wieder korrigiert. In diesem Sinne, macht mehr draus. Na, guck, jetzt habt ihr es so ein paar Mal schon gesehen, die Demoisellen. Also das ist wirklich, immer wieder gibt es Ärger oder auch mit den Clownfischen. Also darf man wirklich, selbst bei einem 200 Liter Becken, auch wenn man ein bisschen größere Grundfläche hat, wirklich nicht so viele von diesen Tieren reinmachen.
Wobei dieses Becken, dadurch die Nährstoffe so gering sind, könnte sicherlich noch mehr Fischbesatz vertragen, aber das ist halt einfach nicht in Ordnung mit, ja, mit der Grundfläche, der Schwimmfläche, die die Tiere zur Verfügung haben. Und wie gesagt, nochmal für die, die jetzt weitergespult haben, dieser Lippfisch ist nur hier, bis er komplett aufgepäppelt ist und dann geht er, je nachdem wie ich ihn rausgefangen bekomme, ins große Becken. Ein wunderschönes Tier. Ich versuche ihn nochmal kurz aufzunehmen für euch. Also der ist wirklich sensationell. Der war eigentlich gar nicht mit zu meinem Geburtstag bestellt. Meine Frau wollte mir einen Halieucerus chrysus, den Kanarienlippfisch, nachbestellen, aber der war leider nicht mehr verfügbar bei der Lieferung und somit hat der, ich weiß gar nicht, wo sie es gekauft hat, nicht einen bei meiner Standard-Shops, hatte dann diesen Fisch eingepackt. Musste ich auch erstmal in der Facebook-Gruppe rumfragen, was für einer das ist, den hatte ich gar nicht so schnell gefunden und auch noch nie gesehen in echt. Also wirklich schönes Tier und er ist jetzt wieder fit, das geschwollene Auge ist zurück, er schwimmt, frisst perfekt. Genau, und dann hoffe ich, dass, wenn er mal rausgefangen wird, im großen Becken auch gut akzeptiert wird und nicht gleich wieder drauf eingehämmert wird vom Altbesatz. Hier in der Höhle sieht man leider nie richtig der Knallkrebs. Den finde ich auch, es kommt nicht gut rüber mit. Hier seht ihr den Knallkrebs. Der verteidigt die immer vehement. Und hier unten habe ich auch schon eine Weile ein Schlangenseestern, ein Riesenteil. Da schmeiße ich auch nachts extra mal so ein paar Pellets in die Ecke, dass er auch was zu fressen findet.